10. Augen auf, hellwach und spür, wie gut du dich fühlst. Wie fühlst du dich? Boah. Wie fühlst du dich, Mike? Gut. Boah, so tief habe ich noch nie. So geil. Das ist ein extrem schöner Zustand. Das ist wirklich so. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich so wie eine Hirnblockade, so quasi wie etwas zwischen dem Denken und dem Fühlen wäre. Mhm. Ich habe geglaubt, dich zu hören, aber ich konnte es nicht verarbeiten, was ich gehört habe. Also weißt du, nicht darüber nachdenken. Mhm. So wie eine, es hat sich wirklich auch so angefühlt, also mal abgesehen, dass der ganze Körper wie gelähmt war oder wie blockiert war, da war wie eine Barriere, weißt du, so zwischen dem Denker, der sonst immer wieder alles analysiert und immer hinterfragt und fragt, ist das jetzt real oder nicht, dann habe ich mir das ausgedacht. Genau, und das ist komplett abgeschaltet. Das ist komplett abgeschaltet. Also es ist wie, als wäre dein Kopf wie eine Resonanz, ein Resonanzkessel, der zwar was irgendwie mitbekommt, es fühlt sich fast so an, als ich habe mir jetzt nachträglich, wenn ich mir überlege, ist es so wie der Zustand, wie wenn du wirklich so zweijährig bist oder eins, zweijährig. Du hörst zwar Dinge, verstehst es aber nicht. Aber du verstehst es nicht. Es ist zusammenhanglos, es klingt einfach. Es sind einfach, deine Stimme ist da, aber du bringst sie weder in Zusammenhang noch irgendwas, es ist einfach da. Wenn du das mal vergleichst, du warst ja auch mal im Sikors-Zustand und du kennst ja auch den Estel-Zustand. Ja, im Sikors war ich nie wirklich so jetzt wie das. Also das war wirklich vielleicht kurz. Interessant ist, ich habe das Gefühl, dieses Gefühl, wenn ich Selbsthypnose mache und dann hinübergleite in den Schlaf und dann morgens erwache, hatte ich wie das Gefühl, ich war gar nicht schlafen die ganze Nacht. Aber trotzdem war nichts wirklich da, weißt du, es ist so wirklich wie zweihälftig, also es fühlt sich wie zwei Hälften an, die eine Hälfte, die analysiert und macht und tut die ganze Zeit, also du kannst einen kritischen Faktor richtig spüren, das ist ganz geil. In dem Zustand, was wir heute gemacht haben? Ja. Okay, du kannst ihn spüren, aber er ist wie eine Barriere, also das ist wirklich effektiv, als würde dein Hirn oder irgendein Teil von dir so wie geteilt in der Mitte. Quasi. Und alles, was da kommt, halt zwar durch diesen Dings durch, aber es löst gedanklich absolut nichts aus. Nur Gefühl. Absolut kein Gedanke da. Also deiner Erfahrung, würdest du sagen, ist das völlig anders als Hypnose? Also jetzt, so wie ich das erlebt habe, ja. Definitiv, ja. Es geht über S-Day definitiv hinaus. Also es ist, der Körper ist auch wie parallelisiert. Also das ist wirklich. Wobei dein Überbewusstsein ja weiterhin die Finger bewegen konnte. Ja, aber auch da, das hat mich. Das war eben so witzig. Es ist nichts da. Es ist wirklich so. Es passiert einfach was. Es wird gar nichts mehr bewertet. Nein. Ja. No. Ist toll, oder? Ja, ist mega cool. Ja. Und trotzdem hast du ein Gefühl, du denkst nicht, du hast ein Gefühl von absolutes Annehmen ist da. Ja. Du hast immer noch das Gefühl, ja, aber da ist irgend noch etwas in dir drin, das trotzdem sehr aufpasst, also quasi wie dich beschützt. Wirklich ein schönes Gefühl. Sehr schönes Gefühl, ja.